Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder, die Frau Wolle und Meer. Heute mal mit einem anderen Video, und zwar möchte ich euch meine Memento Dual Mega von Tsukineko mal vorstellen. Die benutze ich, um Stempelabdrücke auszumalen. Ich habe mich für diese Memento Dual Mega entschieden. Es gibt ja auch noch verschiedene andere Ausmalvarianten. Und ich bin damit ganz gut zufrieden. Es gibt von der Art 36 Farben und 33 habe ich mir jetzt so langsam nach und nach zusammengekauft. Ja, der Preis liegt bei 1,90 bis 4 Euro pro Stück. Kommt halt drauf an, wo man so einen Dualmarker kauft, weil viele Shops haben halt auch unterschiedliche Preise, aber das weiß ja jeder. Ja, das ist halt diese Memento-Farbe, gibt es ja auch die Stempelkissen und ist halt sehr schnell trocknend und lichtbeständig, die Farbe. Und die Dualmega haben halt eine Pinselspitze, die ist flexibel und halt so eine feste Spitze, wie wir das von den Filzstiften kennen. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Mal hier ein bisschen Platz machen. Das sind halt der feine Strich. Oder ich nehme eine dunkle Farbe, ist vielleicht besser. Also, das ist der mit der federnden Spitze, mit der Pinselspitze. Und so sieht die Linie halt aus, mit der festen, harten Spitze. Ja, man kann halt nicht nur Stempelabdrücke damit ausmalen, sondern auch die Stempel selber damit bemalen, mit dieser federnden Spitze. Das zeige ich euch nachher gleich mal. Das Gute finde ich auch, auf jedem Stift steht auch noch mal die Farbe drauf. Und man kann halt mit der schmalen Spitze, auch wenn zum Beispiel mal ein Stempelabdruck nicht so gut geworden ist, und deswegen empfehle ich auf jeden Fall diesen Tuxedo Black Dualmarker. Ich meine, das gibt es ja auch als Stempelkissen. Wenn da mal ein Stempelabdruck nicht so toll geworden ist, kann man das hier mit dieser schmalen, festen Spitze ganz toll nachmalen und man sieht dann halt keinen Unterschied, dass das vorher an der Stelle nicht so gut gelungen ist mit dem Stempelabdruck. Ja, man kann dann natürlich einfach so malen mit der Pinselspitze oder halt mit dem Wassertankpinsel, dass man dann die Farbe aufnimmt. Das zeige ich euch dann nachher mal. So, ich habe mir jetzt hier so ein Aquarellpapier genommen. Das finde ich mal als allerbestes Papier für Stempelabdrücke. Und jetzt mache ich mal, da steht herzlichen Glückwunsch drauf auf den Stempelabdruck, mache ich das einfach mal nur mit Schwarz, mit diesem Memento Tuxedo Black Stempelkissen. So. Und als nächstes werde ich das mal mit anderen Farben ausmalen. Und zwar nehme ich hier die Pinselspitze und mal das Ornament hier gleich mal an damit.
So, dann muss man das einmal anhauchen und abdrücken. Und ihr seht jetzt, das Ornament hat jetzt die Farbe, wie heißt die, Marokko? Ja, und die Schrift wäre jetzt halt schwarz. Man sieht das kaum jetzt noch, weil ich das ja nicht schwarz nachgemalt habe. Und wenn das so wie hier ist, dass der Stempelabdruck zum Beispiel mal nicht so toll gelungen ist an der Stelle, nehme ich jetzt von der Farbe die schmale Spitze und male das dann einfach nach. Also das geht auch, wie gesagt, dass man die Stempel dann bunt dekorieren kann mit diesen Stiften. Ja, das war die eine Sache, die ich euch zeigen wollte. Jetzt hole ich nochmal schnell was und zeige euch dann nochmal, wie das aussieht, wenn man mit diesen Dualmegern Stempelabdrücke ausmalt. So, ich habe jetzt schon mal zwei Stempelabdrücke vorbereitet. Dieses süße Gorgeous-Mädchen. Und als erstes möchte ich das mit den Dualmegern ohne Wasserpinsel ausmalen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Also Dessert Sand nehme ich als Hautfarbe. Ich male hier mit der Pinselspitze und man sieht, dass das ziemlich braun gebrannt aussieht, wie aus dem Solarium. Ach, hier oben habe ich noch ein Stück vom Hals vergessen. Dann nehme ich jetzt mal Marokko. Das war Lulu Lavender. Und was nehmen wir noch für eine Farbe? Ach, nehme ich mal einen rosa Ton. Angel Pink.
So sieht das jetzt aus. Das sind ziemlich kräftige Farben. Und dasselbe werde ich jetzt nochmal mit dem Wasserpinsel auftragen. Dazu braucht ihr Wasserpinsel. Ich habe mir die drei hier beim AFS Trendshop bestellt in der Größe S, M und L. Die haben immer eine unterschiedliche Spitze logischerweise. Soll ich dann auch die Größe beschreiben? So sieht das aus. Ich male am liebsten mit der Größe S. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder füllt ihr den Wasserpinsel hinten das Teil gleich mit Wasser oder ihr könnt euch auch einen Becher mit Wasser hinstellen und dann die Spitze immer eintunken. Das funktioniert auch. Des Weiteren braucht ihr so ein Stück, ja, das ist so eine Plastiktüte, Klarsichtfolie oder diese Klarsichthüllen oder Alufolie würde auch funktionieren, weil ich fange jetzt wieder mit der Hautfarbe an, das ist hier Sand, dann wird erstmal mit der breiten Pinselspitze die Farbe hier aufgetragen. Und jetzt mit der Spitze vom Wassertankpinsel nehme ich die Farbe auf. Das sieht man da ja dran jetzt. Ja, und dann fangen wir halt an auszumalen. So in kreisenden Bewegungen. Und da sieht man schon, dass es ziemlich hell ist. Also kommt schon mal an der Hautfarbe eher ran. Sieht das jetzt aus. Dann muss man natürlich die Spitze immer schön sauber machen mit dem Tuch, bevor man die nächste Farbe aufnimmt. Dann nehme ich jetzt mal das Lulu Lavender, das Lila. Nehme die Farbe wieder mit dem Pinsel auf. Die hellen Farben sieht man auch sehr schlecht auf diesem Tütenpapier.
So, jetzt nehme ich das Angel Pink. Ich habe jetzt auch ziemlich helle Farben ausgesucht, die man hier auch schlecht sieht. Aber ihr seht schon den Unterschied, dass die Farben dann viel heller und sanfter sind. Man muss das natürlich öfter machen. Die Farbe ist jetzt kräftiger. Das Aquarellpapier macht sich sehr gut dafür, weil durch diese Wassertankpinsel ist es ja ziemlich nass, eine Nasstechnik, und es geht dann auch darum, dass das Papier nicht durchweicht. Man kann das dann natürlich auch noch übermalen, dann wird es etwas kräftiger.
So, jetzt habe ich natürlich ein paar Spritzer von dem Wassertankpinsel auf das Blatt. Ist jetzt nicht so toll. Ja, also so sieht dann der Unterschied aus. Einmal mit Wassertankpinsel und einmal pur aufgetragen. Ja, das war's dann zu diesem Video. Ich hoffe euch, es war ein bisschen informativ. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.